Timur Ilker ist als Nihat wieder zurück bei GZSZ. Hinter GZSZ-Star Timur Ilker, spielt Rolle Nihat, liegt eine aufregende Zeit. Erst im September 2021 ist seine erste eigene Serie Nihat Alles auf Anfang erschienen. Darin zieht es Rolle Nihat nach Hamburg, um dort nach seiner leiblichen Mutter zu suchen. Jede Menge Dramen, Familiengeheimnisse und große Emotionen später, kehrt Nihat wieder zurück nach Berlin. Doch Nihat ist nicht mehr derselbe. Er hat sich verändert, wie geht es jetzt weiter? Timur Ilker, ich habe neue Seiten an mir entdeckt. Seine Zeit in Hamburg beschreibt der GZSZ-Star als einfach super cool. Doch Rolle Nihat hat sich verändert und kehrt mit neuen Erkenntnissen nach Berlin zurück, wie uns Timur Ilker im Interview verrät. Nihat ist fast wieder der Alte, mit dem Gewinn der Erkenntnis, dass es egal ist, woher man kommt, aber wichtig ist, wo man hingehört. Seine Suche nach seinen Wurzeln in Hamburg hatte jedoch auch seine Schattenseiten, wenn man dem Tode ins Auge blickt und ihm von der Schippe springt, verändert das einen. Auch wenn man das in erster Linie nicht wahrhaben will. Früher oder später packt es dich. Ich hatte nach meiner Zeit in Afghanistan mit einer ähnlichen Situation zu kämpfen. Nicht nur Rolle Nihat hat sich durch das Hamburg-Abenteuer verändert, sondern auch der Schauspieler selbst. Ich fand die Dreharbeiten für mich als Person sehr bereichernd, aber auch als Schauspieler. Ich habe neue Seiten an mir entdeckt und gleichzeitig konnten alte, längst vergessene Seiten wieder geweckt werden. Als Schauspieler hat mich die Serie weiterentwickelt, so Timur. GZSZ-Star Timur Ilker über Nihat, er steigert sich wieder in das nächste große Abenteuer. Und dann gibt uns Timur Ilker einen kleinen Ausblick und verrät, Nihat ist endlich zurück. Er steigert sich wieder in das nächste große Abenteuer und zieht dabei die ein oder andere Person beim GZSZ-Kiez mit rein. Nihat wird also wieder für Wirbel sorgen und sich zukünftig auch politisch im Kiez engagieren. Nachdem Timur Ilker erst kürzlich im Urlaub ein bisschen Energie tanken konnte, ist er jetzt wieder topfit für neue Geschichten und jede Menge Überraschungen. Und auf die dürften sich wohl alle GZSZ-Fans sehnlichst freuen. Darum geht es in Nihat Alles auf Anfang. Nihat Alles auf Anfang erzählt von Freundschaft, gefährlicher Liebe und Crime, aber vor allem von dem einzigartigen Gefühl, das Familie heißt. Die Serie beginnt damit, dass ein fast lebloser Nihat aus dem Wasser am Hamburger Hafen gezogen wird. Aber was ist auf seiner Reise von Berlin nach Hamburg passiert? Wie konnte es so weit kommen? Seine Herkunft und die Suche nach seiner leiblichen Familie beschäftigt Nihat schon wochenlang bei GZSZ. Doch was seine leibliche Mutter betrifft, verliefen bisher jegliche Spuren im Sande. Erst als er mit der Suche fast schon abgeschlossen hat, erreicht ihn der entscheidende Hinweis. Die Spur zu seiner Mutter führt ihn ins Hamburger Rotlichtmilieu. Genau hier startet Nihat Alles auf Anfang und damit sein größtes Abenteuer. Dreh- und Angelpunkt der Serie ist die Kultkneipe Cherry Palace, das der schillernden Drag-Queen Madita, Nico Birnbaum, gehört. Wird er dort endlich seine Mutter finden? Zeitgleich zu Nihats Ankunft in der Hafenstadt rennt nur wenige Blocks von ihm entfernt in einer dunklen Seitenstraße ein junges Mädchen um ihr Leben. Ellie Z., Sarah Mangione, hat Straßendealern spontan ein Kilo Koks geklaut und rettet sich ins Cherry Palace, wo sie die Drogen in ihrem Spind verstaut.
noch ahnt Nihat nicht, dass er Lizette, die dort als Tänzerin arbeitet, seine Halbschwester ist. Und er ahnt auch nicht, dass er Lizette mit dem Koks die Kultkneipe und damit ihre Familie retten will. Was er Lizette noch nicht weiß, durch den Koksklau legt sie sich mit dem gefährlichen Mafia-Boss Lukas Wolf, Matthias Ludwig an, mit weitreichenden Folgen. In der gleichen Nacht erfährt Nihat von Madita, im bürgerlichen Leben Matthias, etwas über seine Mutter, das ihn völlig aus der Bahn wirft.